Okay, hallihallo Leute. Ich weiß jetzt erstmal, wo es weitergeht. Ich habe wohl irgendwo auf einem Bild mal was übersehen, habe ich gerade festgestellt. Und zwar, ich habe jetzt einfach mal mein, Moment mal, wo habe ich denn geparkt? Habe ich hier geparkt, oder? Ja, okay. Hier habe ich mal schlau gemacht. Und tatsächlich muss ich in dieser Nightclub Roader irgendwas, ne? Muss ich weg, was spät ist denn jetzt? Naja, okay. Ich muss ja gucken, wie lange ich aufnehmen muss. Damit es irgendwie halbwegs passt. Ich nehme das nicht so genau. Meistens wird so irgendwas zwischen 15 und 25. Aber das ist okay, damit kann ich leben. Boah, ich treffe mich Schlucke auf. Ah, ah, so. Okay, ich muss irgendwie Nightclub, Bro. Und, ich glaube auch diese... Hören Sie zu, ich sag Ihnen, was ich von Ihnen will. Und vielleicht beeindruckt Sie das. Habe ich Sie hier nicht schon einmal gesehen? Nicht gerade ein gesprächiger Typ. Wie alt sind Sie? Huch. Wollte ich gar nicht. Ups. Also ich muss den irgendwie ablenken, den Typen. Ich habe nur gelesen, ich soll irgendwie über die Tussi. Hören Sie zu, ich sag Ihnen, was ich von Ihnen will. Nicht. Wie alt. Habe ich. Wie alt. Wie alt sind Sie? Stehe ich die ganze Zeit da und glotze die Alte an und dann. Passiert nichts. Ja. Hm. Irgendwie bringt das nichts, ich muss doch nochmal nachgucken. So, ihr kleinen Ratzebärchen, ich glaube, ich habe einfach zu wenig Informationen gesammelt. Oh. Hallo. So. Hallo und herzlich willkommen zurück. Oder habe ich jetzt die Folge schon beendet? Oder wollte ich einfach nochmal nachgucken? Weiß ich gar nicht mehr. Egal, ich nehme jetzt einfach neu auf. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ansonsten war die letzte Folge ein bisschen kürzer. Bin mir jetzt mit. So, auf jeden Fall habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Bin ich jetzt hingeflogen zum Polizeipräsidium hoffentlich? Ja, bin ich. Gut. Und zwar habe ich auf den Bildern scheinbar nicht alles gefunden, was ich hätte finden sollen. Hauptcomputerlabor. Deswegen will ich nochmal die Bilder von der... Von dem scheiß Chinatown-Zeug da betrachten. So, weil normalerweise sollte noch mehr draus sein. Und zwar einmal das Bild. Platz der Straßenhändler. Nein, der ist völlig irrelevant. Völlig irrelevant. Also eigentlich sollte ich hier noch irgendwas drauf finden. Okay. Irgendwie nicht. Hä? Ich denke, ich soll hier noch was drauf finden. Aber hier ist nix. Hm. Auf jeden Fall ist hier noch auf dem Mondbus. Da habe ich wohl auch noch was vergessen. Ich denke, die kann ich anklicken. Was ist das denn? Hä? Also ich habe gerade extra nachgelesen, jetzt ist hier nix. Im Arsch die Waldfee ist hier. Hä? Jetzt
bin ich irgendwie völlig verwirrt. Irgendwo soll hier eine Reflexion auf dem Ding sein, die ich da irgendwie angucken kann. Da. Nö. Am Arsch die Waldfee ist hier. Welche Reflexion denn? Oder hier? Oh ja, okay. Das ist verdammt seltsam. Mach mir davon einen Ausdruck. Okay, das ist einmal, was ich nicht gefunden habe. Und auf jeden Fall sollte ich die Käuferin des Autos auf entweder diesem oder diesem Bild sehen. China Bar. Ah, doch, tatsächlich. Ist klar. Dieser Typ kommt ja ganz schön rum. Mach mir davon einen Ausdruck. Und die Tussi kann ich nicht angucken, oder was? Irgendwie nicht. Okay. Warte nicht, okay, gut. Dann halt nochmal das. China Bar. Und hier sollte ich wenigstens irgendwen entdecken können. Boah, tatsächlich, geht er wieder ab. Guza, mach mir davon einen Ausdruck. Das ist geil, wie er einfach um im Kreis um den Typen da rum zoomen kann von einem Bild. Ja, schon klar. So, was ist hier? Probieren wir so alle dreimal aus. Nope. Okay, die sind wirklich harmlos hier hinten. Das ist auf jeden Fall das, wo er das Bild aufgenommen hat. Aber den kann ich mir irgendwie nicht angucken. Nope. Was ist das hier? Ha, okay. Guza haben wir da entdeckt. Wer immer noch Guza war, ich glaube, das ist unser Lieutenant von unten. Das war der Typ, der ein Foto gemacht hat. Irgendwie sollte ich mehr finden als das. Irgendwie tue ich das nicht. Okay, gut. Ich habe noch mehr Hinweise, weil es kann auch alles sein, weil es muss nicht immer alles gleich laufen. Das wissen wir ja schon. Deswegen sind die Komplettlösungen auch nicht immer so ganz einfach zu lesen, weil es je nach, sag ich mal, Zufallsprinzip anders sein kann. Ich finde, er bricht sich da eigentlich immer das Bein. So,
Wobei, ich hätte in der Polizeipräsidium auch noch was machen können. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, ist die Fischhändlerin gerade nicht da. Doch, sie ist da. Gut, sehr schön. Stammt diese Schuppe von einem Fisch? Ist genauso wie andere. Nicht Fisch, Schlange. Welche andere? Anderer Polizist mir zeigt die Schuppe von gleicher Schlange. Ich ihn schicken zu Abdul Hassan. Woher wussten Sie, dass ich Polizist bin? Sie beide hier herumlaufen und dummes Gesicht machen, als ob Sie sind an falsches Platz. Mhm. Gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Also, Hassan war hier, der hier, ne? Der ist nicht da. Wie läuft das Geschäft? Gut, bald. Ja, ich... Hm. Ich weiß auch gar nicht genau, welche Hinweise ich alles brauche irgendwie. So, und Hassan ist irgendwie nicht da. Das ist schlecht. Ja, es gibt ja zufällig, welche Leute gerade da sind und welche nicht da sind. Deswegen, also, man muss ein bisschen Glück haben, dass die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt da sind. Sonst kann man es nämlich knicken. Deswegen fahre ich jetzt nochmal zurück zum Polizeirevier und guck mal, ob da unten der Chef da ist, weil mit dem soll ich mal reden. Wenn ich das richtig verstehe zumindest. Ich bin jetzt allerdings auch nicht zu sehr doll gespoilert, sondern ich versuche jetzt einfach nur die Sachen, die ich verpasst habe, irgendwie noch zu finden. Mich jetzt irgendwie vorwärts komme. Arrestzellen. Der Typ ist hier leider nur sehr oft nicht da gewesen in letzter Zeit. Das finde ich natürlich ein bisschen ungünstig. So, ich will vorwärts kommen. Los. So. Ach, guck mal, hier. Haben wir eine neue Waffenlieferung bekommen? Aha, okay. Das ist auch nicht schlecht. Aussage der Fischfrau. Ich will aber keine Aussage der Fischfrau. So, schreiben Polizisten es auf. Aussage von der Fischfrau. Ja, da wird nicht irgendwie mit Name oder sowas. Einfach die Fischfrau, das passt schon. Gar kein Problem. Labor, Hauptcomputer und Übungsraum. So, ich glaube... Also ich weiß jetzt nicht, ob es natürlich so ist. Bei mir kann es natürlich alles anders sein, irgendwie je nachdem, aber... Da ist doch gerade diese Waffenlieferung eingetroffen. Hast du die Papiere dafür griffbereit? Wieso? Hast du vielleicht plötzlich das dringende Bedürfnis, meine persönlichen Sachen zu durchwühlen? Ach ja, ich hatte vergessen, dass du deine Spitzenunterwäsche da drin aufbewahrst. Hör mal, Jack, ich will bloß wissen, was die heutzutage für eine Kiste Gewehre so kassieren. Viel zu viel, wenn du mich fragst. Ganz besonders bei der Geschwindigkeit, mit der die Sondereinheiten sie wieder verlieren. Naja, schaden kann's ja wohl nicht. Was habe ich jetzt bekommen? Kommen wir ins Gear. Aussage der Fischfrau. Gut so. Spiegelung im Mondbus. Von Anforderungsformular und nur. Alles klar, Kumpel? Nein, in den letzten Tagen ist es ziemlich ruhig. Das ist eine Scheiße, hä? Haben wir eine neue Waffenlieferung bekommen? Ja, Gusser hat ein paar Kisten für die Sondereinheiten angefordert. Lass mich raten. Er plant wohl eine kleine Stadt auszuradieren, hä? Der Lieutenant hält eine Menge von Overkill. Okay. Da ist nichts mehr rauszuholen. Alles klar, Kumpel? Nein, in den letzten Tagen ist es... Ja, halt die Fresse. Übertrage persönliche Hinweisdatenbank. Lade Mainframe Hinweisdatenbank. Hinweisdatenbankübertragung abgeschlossen. So. Und nun? Haben wir was Neues? Sage der Fischrohr hatten wir selber. Okay. Gut, ich mache ganz kurze Unterbrechung.
Okay, also irgendwie bringt mir das alles nichts. Ich muss wohl wirklich da in diese Bar und den irgendwie ablenken. Habe jetzt nochmal nachgeguckt. Und zwar gehen wir zurück zur Bar, ich schneide das mal. So, ich, keine Ahnung. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Habe ich Sie hier nicht schon einmal gesehen? Hören Sie zu, ich sag Ihnen, was ich von Ihnen will. Und vielleicht beeindruckt Sie das. Okay. Early erwartet mich. Verpiss. So. Hören Sie zu, ich sag Ihnen, was ich von Ihnen will. Und vielleicht beeindruckt Sie das. Habe ich Sie hier nicht schon einmal gesehen? Habe ich Sie hier nicht schon einmal gesehen? Ja, komm schon. Ich glaube, jetzt ist es okay. Der Türsteher muss irgendwie so weit wegstehen, dass ich da reinlaufen kann. Okay, jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt und hier komme ich auch weiter. Ist das nicht der Typ, den ich abknallen wollte? So, okay, ich bin jetzt erstmal am Speichern. Ja, ich komme tatsächlich vorwärts. Es war das. Das war das Problem. Alles andere war schon richtig gewesen. Abknallen kann ich hier keinen, okay. Wie ist Ihr Name? Die redet nicht mit mir, die redet mit ihm. Early, was macht das Leben? Oh, es ist dreckig, unerbittlich und hart wie Beton. Und bei Ihnen, General? Dein Rausschmeißer hat mich vorhin ziemlich angemacht. Oh, ich mag Hanoi. Aber ich kann nicht bestreiten, dass er ein bisschen zu temperamentvoll ist. Was gibt's denn heute Abend? Spitzenshows, den ganzen Abend, General. Wer nicht auf seine Kosten kommt, kriegt sein Geld garantiert zurück. Hast du neulich Schmuck bei einer Auktion gekauft? Richtig altes Elitezeug? Wer will das wissen? Du bist nicht bei der Raubmordkommission? Nein, Sir. Der Schmuck ist nicht heiß. Ich habe Papiere, ich kann's beweisen. Hab ihn bei einer ganz legalen Auktion gekauft. Hat mich fast ein Pfund Fleisch gekostet. Hast du das Zeug einer Freundin geschenkt, Early? Soll das ein Witz sein? So blöd bin ich auch nicht. Nein, ich lasse eine meiner Tänzerinnen den Schmuck bei ihrer Nummer tragen. So eine Art Würdigung an die Sümpfe der Antike, wenn du weißt, was ich meine. Welche Tänzerin? Hey, Kuba, sie tritt in ein paar Minuten auf. Die bringt ganz schön was für mich ein. Sie steckt doch nicht in Schwierigkeiten, oder? Noch nicht. Gut, gut. Wir wollen doch nicht die Gans schlachten, die goldene Eier legt. Okay. Hey, Early. Ich habe im Augenblick viel zu tun, General. Frag mich später. Okay. Wie ist Ihr Name? Was soll es sein, Sir? Was Hochprozentiges. Ein Venus Eye Trap. Kommt sofort. Was ist das Grüne da? Neptun's Nip. Ich glaube, der wird Ihnen schmecken, Sir. Wir saufen uns erstmal ein wenig. Ladies and Gentlemen, ich, Ihr Gastgeber, der immer gut gelaunte Early Q, freue mich, Ihnen die wundersame, rätselhafte Hekuba vorzustellen. Mit ihrer reizenden Interpretation des heiligen Tanzes der Thanatos in den Sümpfen der Antike. Okay. Da wollen wir uns noch mal dazu begeben. Okay, da tanzt jetzt irgend so eine... Anfassen verboten. Alter! Das ist jetzt echt ungünstig. Oh Gott! Early erwartet mich. Oh Gott! Ist das jetzt richtig gewesen oder ist das... Habe ich sie hier nicht schon einmal gesehen? So, ich glaube, das hat schon gestimmt. Ich kann jetzt nichts mehr machen, der geht da ganz gemütlich hin. Fasse nicht die Tänzerin an. Okay, hast verstanden.
Nicht abstürzen. Okay, sehr gut. Abstürzen ist eine scheiß Idee. Mag ich nämlich überhaupt nicht, wenn das passiert. So, wie lange ist denn jetzt die Folge eigentlich schon wieder? Ich weiß gar nicht. Aber egal. Jetzt will ich erstmal das hier auf jeden Fall machen. Jetzt ist hier weg. Und gehen wir einfach weiter. Nur weil ich die antatschen. Okay. So. Okay. Hier ist irgendwie nix. Nö. Gut, dann gehen wir weiter. Komisch, ich hab's gar nicht klopfen hören. Ja, ich wollte nur sagen, wow, Sie waren unglaublich. Nun, vielen Dank, Mr. McCoy. Ray McCoy. Kann ich etwas für Sie tun, Mr. McCoy? So, und jetzt gucken wir mal. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Gürtel. Ist er eine Antiquität? Er soll aus dem letzten Jahrhundert stammen. Diese kleinen Tierchen gehörten schon immer zu meinen Lieblingen. Libellen? Ja. Die ganze Gattung, zu der sie gehören. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin von der LPD. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es geht. Geht es um Early Q? Denn da könnte ich Ihnen Dinge erzählen. Gab es außer dem Gürtel noch weitere Stücke? Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Jetzt machen wir mal einen Kampftest, oder? Ich hab Bock drauf. Ich möchte, dass Sie sich einem kleinen Test unterziehen. Halten Sie mich für einen Replikanten, ist es das? Wenn es um Early Q geht, helfe ich Ihnen, wo ich nur kann. Das nicht gerade. Das ist absurd. Ich habe eine Familie, eine Tochter, um Gottes Willen. Hören Sie, ich bin doch bereit, gegen Early Q auszusagen. Ein Replikant würde sowas doch nicht tun, oder? Ein Replikant muss sich nicht unbedingt Gedanken über das Schicksal eines anderen Replikanten machen. Dann müssen Sie ein Replikant sein. Ich bin bestimmt keiner. Woher soll ich wissen, dass Sie kein Replikant sind? Haben Sie sich jemals diesem Test unterzogen? Klar habe ich das, vor langer Zeit. Werden Replikanten nicht mit künstlicher Erinnerung ausgestattet? Vielleicht haben Sie irgendwann mal einen Menschen getötet und dann seinen Platz eingenommen, ohne dass Ihre Vorgesetzten es je gemerkt haben. Eine interessante Vorstellung, aber ich werde Sie trotzdem den Test machen lassen. Okay, ich hoffe nur, dass ich es mal schaffe. Achso, erst kalibrieren. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist hierbei ein wichtiger Faktor, also bitte aufpassen. Wo wohnen Sie? Ich verstehe nicht, wieso Sie das wissen müssen. Okay. Zu Ihrem Hochzeitstag schenkt Ihnen Ihr Partner einen echten Goldfisch. Ich würde natürlich dafür sorgen und aufpassen, dass er alles hat, was er braucht. Sie weinen. Wieso? Nein, tue ich nicht. Es ist eine rein hypothetische Situation. Ich weiß nicht. Ich bin wohl unglücklich. Vielleicht ist jemand gestorben. Ich weine nur selten. Sie ist ein Replikant, definitiv. Sie sind in die Armee einberufen worden. Während der Grundausbildung werden Sie von Kameraden gefesselt und Ihnen werden die Augen verbunden. Sie werden dazu gezwungen, Würmer zu essen. Das ist ekelhaft. In der Armee passiert so etwas nicht mehr. Ach wirklich? Natürlich nicht. Ihr Sohn kommt mit einem blauen Auge nach Hause. Ich würde ihn fragen, wer es getan hat und die Mutter des Jungen anrufen. Sie werden entführt. Ihre Entführer sagen Ihnen, Sie sollten sich darüber Gedanken machen, was Sie getan haben, um das zu verdienen. Was? Was habe ich denn getan? Sagen Sie es mir. Ist es das, was Sie vorhaben? Nein, ich... Sie essen im Restaurant mit Freunden zusammen. Einer von ihnen bestellt Hummer und der Chefkoch lässt das Tier vor ihren Augen in einen Topf kochendes Wasser fallen. Ich würde gehen und ich würde die Restaurantleitung bei den Behörden melden. Sie haben einen kleinen Jungen. Er zeigt Ihnen seine Schmetterlingssammlung und auch das Tötungsglas. Ich würde mit ihm zum Psychiater gehen. Nehmen Sie irgendwelche Drogen? Ganz bestimmt nicht. Halten Sie etwa alle Tänzerinnen für drogensüchtig? Sie haben plötzlich große Angst. Warum? Sie meinen, wovor ich Angst habe? Beantworten Sie die Frage. Ich habe Angst vorm Sterben. Und vor Spinnen. Ihre Fragen sind beunruhigend. Test beendet. Ich verstehe. Sie sind sexuell irgendwie abartig veranlagt. Hey, es hat nicht geklappt. Ich habe genug von Ihnen. Verbinden Sie mich mit der Polizei. Sie tun genau das Richtige.
Ja, dies ist ein Notfall. Bei Early Q's in den Garderoben. Ein Gast schikaniert mich. Wow, wow. Legen Sie das weg. Bitte. Dann warteten wir da ein paar Minuten. So, hallihallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe ein Problem gehabt und zwar ist mir das Spiel nicht abgestürzt, sondern mir ist der Speicherplatz vollgelaufen für Fraps und dadurch ist das abgebrochen. Ich wollte aber sowieso nochmal neu probieren. Einen Moment. Trotz allem war die Folge lang genug und ich mache das nächste Mal nochmal weiter. Bis dann.